Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn der Innenminister die erste Lesung zu diesem Gesetzentwurf unter das Motto gestellt hat, legalisieren, liberalisieren und kontrollieren, so muss ich für die heutige zweite Lesung festhalten, blamieren, ignorieren, liquidieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, man muss kein Freund des Glücksspiels sein. Mehrere Rednerinnen und Redner haben das ja aus ihrer persönlichen Erlebnis und Erwartungswelt heraus deutlich gemacht. Aber bei dem vorliegenden Gesetzentwurf, den wir jetzt in zweiter Lesung behandeln, geht es eben auch um nicht unerhebliche Verluste an Steuereinnahmen. Frau Dittmeier, wie Sie das sozusagen bezweifeln können, das erschließt sich mir auch nicht. Denn es geht um nicht erheblichen Verlust von Steuereinnahmen für die Standortkommunen und vor allen Dingen auch um den Abbau von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen. Da sage ich nochmal, da macht meine Fraktion, da machen wir keinen Unterschied und wir setzen uns immer für Alternativen ein. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Kürze der Zeit, so mussten wir während der Gesetzesberatung lesen und hören, sei es für das federführende Innenministerium nicht möglich gewesen, eine vollständige Datenerhebung für den Gesetzentwurf zu erarbeiten und vorzulegen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir beschließen hier ein Gesetz und das Innenministerium als federführendes Ministerium teilt uns als Parlament mit, wir hatten keine Zeit für eine vollständige Datenerhebung. Auf welcher Grundlage reden wir denn dann hier, liebe Kolleginnen und Kollegen? Das muss erstaunen, ist doch der Termin des Auslaufens, etwa der Härtefallregelung, auch davon ist schon gesprochen worden, der Landesregierung seit 9 Jahren bekannt. Nicht nur den Spielhallenbetreibern war diese Regelung bekannt, sondern auch der Landesregierung. 9 Jahre. Und in 9 Jahren hat man es nicht geschafft, eine vollständige Datenbasis zu erarbeiten. Da bleibt man ein Stück fassungslos zurück, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch die Kenntnisse zur Anzahl der wegfallenden Arbeitsplätze seien für eine sinnvolle Darstellung zu lückenhaft, so die Feststellung der Landesregierung im Gesetzentwurf. Für die heutige Beschlussfassung soll es aber offensichtlich reichen. Da spielen wir nicht mit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch die Information der Landesregierung zu den finanziellen Auswirkungen ihres Gesetzentwurfs auf die kommunalen Haushalte seien zu lückenhaft für eine sinnvolle Darstellung gegenüber dem Finanzausschuss. Da fragt man sich, auf welcher Grundlage werden hier in Mecklenburg-Vorpommern Gesetze erarbeitet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das mag alles blamabel sein. Ignorant ist es aber wieder einmal, wenn die Koalitionäre so tun, als sei eine Anhörung Schall und Rauch. Hier vornehmlich die SPD-Fraktion. Die CDU-Fraktion hat ja zumindest versucht, auch im Redebeitrag nochmal auf die Schwierigkeiten oder auf ihre Position hinzuweisen und dann doch letztendlich dem Koalitionsvertrag zu folgen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch der Vorwurf, es wäre eine ziemlich einseitige Besetzung bei der Anhörung gewesen, auch der geht doch ins Leere, weil es liegt doch in unserer Hand, wenn wir zur Anhörung einladen. Und Anhörungen sind immer dazu da, auch Interessenvertreter einzuladen, wenn es um ihre Perspektive, um ihre Zukunft geht. Daraus einen Vorwurf abzuleiten, auch das kann ich nicht nachvollziehen. Nein, die Anhörung, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Tetmeier, die Anhörung war eine schallende Ohrfeige für den Gesetzentwurf der Landesregierung. Von der Automatenwirtschaft über die IHK bis hin zum Städte- und Gemeindetag. Die Stellungnahme des Landkreistages hat mich auch etwas erstaunt, das habe ich auch in der Anhörung gesagt, so 2x Sätze hingeschrieben, das betrifft uns nicht so sehr, deswegen nehmen wir mal nicht Stellung. Gut, das muss auch der Landkreistag für sich entscheiden, aber die Stellungnahme des Städte- und Gemeindetages, die ja sonst für den Innenausschuss immer einen hohen Stellenwert haben, werden von Ihnen beiseite gelegt. Und wir sprechen hier über einen Wegfall, und das kann man aus den Stellungnahmen, aus der Realität, kann man das sehen. Wir sprechen hier über einen Wegfall der Vergnügungs- und Gewerbesteuer beispielsweise für Rostock in Höhe von ca. 2 Millionen Euro. Was sagen denn die Rostocker Koalitionsabgeordneten dazu? Für Schwerin 900.000 Euro. Was sagen denn die Schweriner Koalitionsabgeordneten dazu, die ja auch vielfach in den Kommunalparlamenten dann sitzen und sich dann darüber beklagen, dass die Steuereinnahmen für die kommunale Ebene zu gering sind? Stralsund, Sie haben ja Gelegenheit, unserem Änderungsantrag zuzustimmen. Stralsund 503.000 Euro, Neubrandenburg 560.000 Euro. Wo ist der Widerstand? Wo ist der Widerstand? Ich kann ihn nicht erkennen, außer einem einsamen Zwischenruf von Herrn Heidorn.
Also wenn man das mal zusammenrechnet, würde nicht mal eine Strategie von ausreichen, um die finanziellen Verluste der Kommunen an der Stelle auszugleichen. Und bis zu 1200 Sozialversicherung und Arbeitsplätze stehen in Gefahr. Das blendet der Gesetzentwurf aus und das kann unsere Zustimmung nicht finden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, selbst in der wichtigen Frage des Spielerschutzes ist der Gesetzentwurf inkonsequent und widersprüchlich. Inkonsequent und widersprüchlich. So schafft etwa der § 11 Absatz 3 künftig Platz, um zwischen zwei Spielhallen eine Wettvermittlungsstelle einzurichten. Was ist denn das für ein Spielerschutz? Keiner. Keiner. Man schafft hier im Gegenteil neue Möglichkeiten. Hier ist dann auch plötzlich nicht mehr von Spielerschutz oder Suchtprävention die Rede im Gesetzentwurf, sondern von geografischer und städtebaulicher Perspektive. Da schlägt man glatt weg hin, wenn man das liest, meine sehr verehrten Damen und Herren. Werden hergebrachte Abstandsregelungen beim gewerblichen Automatenspiel nicht dann auch letztendlich ad absurdum geführt, wenn ich gleichzeitig virtuelle Automatenspiele, die jederzeit an jedem Ort verfügbar sind, legalisiere? Das ist doch die Tatsache, mit der wir umgehen müssen. Wir streiten es um 300, 500 oder 100 Meter. Die Spielerwelt ist doch eine ganz andere. Die Spielerwelt ist doch eine ganz andere. Und wenn ich in diesem Fall abwägen muss, Steuereinnahmen, Arbeitsplätze und auf der gegenüberliegenden Seite die Angebote, die es gibt, die in den Kinder- und Jugend- und Spielerschutz eingreifen, dann muss ich mich entscheiden. Wir entscheiden uns für einen Vorschlag des Städte- und Gemeindetages, was die Abstandsregeln angeht. Und ich habe in der Anhörung Herrn Laser vom Städte- und Gemeindetag gefragt, wie denn auch der Städte- und Gemeindetag zu den 300 Metern kommt. Da war die klare Antwort, natürlich auch das ist eine gegriffene Entfernung. Und der anwesende Wissenschaftler, ich habe jetzt seinen Namen nicht parat, der hat auch der Politik ins Stammbuch geschrieben, dass man es über viele, viele Jahre verabsäumt hat, genau auch an dieser Frage eine wissenschaftliche Expertise erstellen zu lassen, die genau begründet, warum und wieso man welche Regelung anfassen muss. Auch das ist eine Hausaufgabe, vor der wir stehen. Und dazu hört man aber leider auch von den Koalitionsfraktionen nichts. Also es drängt sich die Frage auf, wem nutzt das? Also wem zum Vorteil ist dieses? Hat dem federführenden Innenministerium bei diesem Gesetzentwurf zur Liquidation einer Vielzahl von Spielhallen letztlich doch der Finanzminister die Hand geführt? Wenn es sich bei Spielhallen und Spielbanken zu 90% um die gleichen Spielgäste handelt, dann fließt also künftig der Umsatz liquidierter Spielhallen in staatlich konzessionierte Spielbanken. Wem damit geholfen ist, liegt dann wohl klar auf der Hand, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bitte um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.